Moin, mein Guter. Moin. Grüße. Moin, moin. Hallo, liebe Leute. Hallo zusammen. Film läuft. Wir auch. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir drehen heute mal eine Runde bei mir zu Hause. Meine zweite Hausrunde. Die will ich mal im Jörg mal zeigen. Ich bin gespannt. Ja, und wir machen weiter. Wir sind schon fast warm. Auf geht's. Hier vorne biegen wir jetzt rechts ab und da kommen wir auf den Jakobsweg. Ja, der geht hier lang. Nach dem letzten Video hat der Jörg sich spontan zum Rennsteiglauf angemeldet und eine Umfrage gestartet. Und das Resultat? Ich habe zwei Verrückte gefunden, die mitmachen und einer läuft genau neben mir. Ganz genau. Ja, wir haben uns schon angemeldet. Und der Matschi ist auch mit dabei. Ja, aber erst nächstes Jahr. Da können wir noch ein bisschen trainieren bis dahin. Und für den Anfang muss auch erstmal der Halbmarathon dort reichen. Gute Trainingsvorbereitung für unseren Rennsteiglauf. Kennst du den Film Die Blaue Lagune? Ja. Du kennst auch ein paar schöne Ecken. Ja, herrliche Aussicht, oder? Stark. Da müssen wir Matschi auch mal mitnehmen zu unserer Runde, oder? Was sagst du? Du sagst gerade, du brauchst neue Laufschuhe. Ja. Eine Marathonsaison und die sind durch. Eine Marathonsaison. Eine Marathonsaison, inklusive Vorbereitung. Wie viele Kilometer sind das ungefähr? Ich habe eigentlich nie zusammengerechnet, wenn ich ehrlich bin. Aber das sind im Wochenschnitt auch meistens 60, 70 Kilometer. Okay. Naja. Da halten sie ja ganz schön lange. Also das längste, was ich mal so die Schuhe hatte, waren so 1200. Da ich immer so mit der Seite auftrete, sind die immer an der Seite zuerst durchgewetzt. Das ist bei mir jetzt. Und da brauche ich dann irgendwann neue. Aber sagt ja 600 Kilometer und dann ist Ende. Ja, da halte ich mich nicht so dran. Ja, ich auch. Aber nicht. Hier müssen wir rechts abbiegen. Und welcher Laufschuh wird's? Wieder Brooks wahrscheinlich. Ich habe meinen allerersten Laufschuh von Brooks gekauft. Und seitdem
war jeder andere auch verflucht. Irgendwie bleibt jeder auf seinem ersten Schuh hängen. Irgendwie, ja. Bei mir ist es der Nike Dual Fusion. Obwohl, als Trailschuh habe ich Salomons. Trailschuh muss ich nicht. Ich hätte erstmal mit beschäftigen können. Ja. Lauf. Hast du mal auf deinen Laufstil geachtet? Bist du da ein Fersen- oder Vorfußläufer? Laut der Laufanalyse von Ronnerspolz bin ich ein Vorfußläufer. Okay, ja, das ist ja gut. Ich habe mich damals umgestellt auf den Vorfußlauf und seitdem geht es besser, ja. Habe ich den Eindruck. Ja, ihr lieben Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir bedanken uns bei euch fürs Zugucken. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Bis später, macht's gut. Ciao.